sie ist oft im Leben, sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht, solange der Globus sich noch dreht, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht. Einen schönen guten Abend haben Sie uns bereits bereitet mit diesem Empfang. Dies ist die zweite Sendung unter dem Titel Musik ist Trumpf. Und mein erstes Wort gilt all denen, die uns geschrieben haben. Sie haben uns mit einer wahren Flut, mit einer Überschwemmung eingedeckt. Briefe und Karten kamen. Tausendmal Dank für diese viele Post. Und tausendmal Dank für die vielen, die sich beteiligt haben. Und diesmal nach dem neuen Punkt in diesem Programm, das Programm halfen zu gestalten. Sie entsinnen sich, wir machten die Vorschläge in verschiedenen Zeitschriften, in den Programmzeitschriften und einigen Tageszeitungen, und Sie wählten aus. Es sind ein paar Fehler unterlaufen, die möchte ich Ihnen gleich erklären, damit Sie in Zukunft davon gefeit sind und auch beteiligt sind. Ich zeige Ihnen hier eine Postkarte, nur als Beispiel. Das ist einfach notwendig. Auf dieser Postkarte, das ist die Vorderseite, ausreichend frankieren, bitte den Zusatz bei der Adresse ZDF Mainz, Musik ist Trumpf, nicht vergessen. Und auf der anderen Seite den Absender, nein, noch nicht, ich meine auf der anderen Seite der Karte, den Absender nicht vergessen, weil wir Briefe ohne Absender ganz selten beantworten. Auf der anderen Seite jetzt, auf der Rückseite der Karte, das meinte ich, da sind viele Fehler passiert. Bitte schneiden Sie aus diesen Zeitungen das vorgedruckte Quadratsystem aus. Erfinden Sie keine eigenen Quadrate. Bis zu Ostereiern wurden gezeichnet. Wir brauchen die aufgedruckten Quadrate vollständig ausgefüllt. Vergessen Sie keine Felder, das ist notwendig. Und schreiben Sie uns so, dass wir es lesen können. Wir haben alle die Schule besucht, aber manches konnten wir nicht lesen. Wenn Sie also so weit willig gefolgt sind, ich habe das mit dem Applaus vorhin gehört, das ist ja einmalig. Der Besuch in Köln lohnt sich. Wir haben ein Programm zusammengestellt. Danke Ihnen. Unser erstes Bild. Lassen Sie mich sagen. Unser erstes Bild. Der musikalische Blumenstrauß ist ein Dank für so viel Begeisterung. Ich werde Ihnen jetzt in einem Bild Künstler vorstellen. Das wird ein schöner Blumenstrauß. Katja Epstein, Paola, Peter Rubin, Freddy Breck und Heino. Viel Vergnügen. Mit einem bunten Blumenstrauß, da sieht die Welt ganz anders aus. Ich schenk die Blumen dir von Herzen. Du wirst diesen Gruß verstehen. Mit einem bunten Blumenstrauß, da tritt die Liebe in dein Haus. Ich weiß, ich kann dann durch die Blumen tief in deine Augen sehen. Auf Wiedersehen.
Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen dir dasselbe. Was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam, sagen Tulpen aus Amsterdam. Schenk eine Frau doch hin und wieder rote Rosen. Bring mir Blumen, die ihr Herz erfreuen. Schenk ihr auch Anemonen-Nelken und Mimosen. Und sie wird dir dafür sicher dankbar sein. Doch hin und wieder einen Strauß, denn mit den Blumen bringst du dir das Glück ins Haus. Heiße Holunder, der blüht im Garten als übers Jahr. Schön, wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Denn wenn die Sonne sinkt und das Lied der Lieder klingt, ist schon bald die große Macht der Liebe erwacht. Wieder blüht, sing ich dir mein schönstes Liebeslied. Immer, immer wieder knie ich vor dir nieder, trinke dir den Duft von weißen Fliegen. Wenn der weiße Fliegen wieder blüht, küsse ich deine roten Lippen blüht. Wie nach der Märchen werden wir ein Märchen, wenn der weiße Frieden wieder.
Sonntags früh um 4 die Sonne aufgeht, uns das Schweizer Madel auf die Alm aufgeht, bleib ich ja so gern am Wegrand stehen, ja stehen, denn das Schweizer Madel sang so schön. Holla dia dia, holla di holla di ho. Holla dia dia, holla di holla di ho. Blaue Blumen dann am Wegrand stehen, ja stehen. Uns das Schweizer Madel sang so schön. Wiedersehen mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht Enzian, wenn der Pfeifen blüht. Wir uns wiedersehen mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie. Enzian, ich bin glücklich, dass ich mich behaupten kann in diesem Quartett, Quintett, Sextett, nicht als Trinker, nur als Koster. Zum Wohl. Enzian. Ah. So, wir haben das Auto aus dem Jahr gewählt, aus dem unsere Musik stammte, die wir Sie jetzt hören werden. Und da, ups, so ein Ding so heiß werden kann. Das ist unsere Mitarbeiterin Gundela. Sie wird dafür sorgen. Ich gebe gleich mal ein Paket darüber verdienen. Wir überreichen jetzt Preise. Für neu hinzugekommene möchte ich also jetzt gleich noch erklären. Diese Geräte, auf dem Sie jetzt auch schon unser Programm sehen, sind ein Teil der Preise. Wir haben sehr viele Schallplatten weggeschickt, die sind entweder noch unterwegs oder sind schon eingetroffen bei Ihnen. Und wir haben solche Preise zu verschenken. Und wir haben noch andere, die wir heute im Laufe des Programms zeigen werden. Die Preise ergeben sich aus einer Rechnung, die nicht in drei Sätzen erklärt ist. Die vielen, vielen Einsendungen, genau 270.000, das nur am Rande. Danke Ihnen. Die sind jetzt ausgewertet worden. Wir haben herausgefunden, welche Titel wurden am häufigsten gewählt. Und da gibt es wieder eine Auswahl. Wer alle am häufigsten gewählten Titel richtig auf seiner Karte getippt hatte, gehört zu den Siegern. Ein Notar hat sie dann in eine Reihe gesetzt und hat herausgefunden, wer kriegt das meiste, wer kriegt dann etwas weniger. Davon haben wir zum Beispiel hier einen Karton an Paul Partenfelder, 8651 Enchenreuth, Kellerweg 2. Geht das mit der Tiefenschärfe so? Das sind solche Geräte, tragbar im Wert von ungefähr 500 Mark. Das nächste Präsent geht dann, der 9. Preis, an Frau L. Bernotat, 2845, Damme, Oldenburg, Glück auf, Stifterstraße 7. Hiermit ist bewiesen, dass ich lesen kann. Dann haben wir hier noch einen, der ist da drunter. Ups, das ist der. Das müssen wir das nächste Mal ein bisschen geschickter packen, glaube ich. Edgar Zöller, 6330 Wetzlar, Elsa Brandströmstraße 36. Das wär's. Dankeschön.
Wir gehen weiter zum nächsten Programmpunkt. Guten Abend, Max Greger. Ich sag's. Es ist ja wirklich etwas Einmaliges eingetreten, meine Damen und Herren. Sie applaudieren für Ihr eigenes Programm. Er wurde ja gewählt. Seine Swingtime. Und dazu möchte ich sagen, ich habe mich bereits im ganzen Saal umgeguckt. Ich weiß auch von einigen Themen, die du heute spielen wirst. Emil Brandl hat einige choreografische Einfälle dazugelegt. Es wird ein richtiges Fest mit Swingtime mit mir. Bevor es soweit ist, sag mir, ich habe sie gesucht. Wo ist deine liebe Frau? Sie kann doch nicht dabei sein. Wir haben doch jetzt einen Hund. Das weißt du. Wir sollen auf den Hund aufpassen. Und wegen dieses Hundes, dann nimmst du deine Frau nicht mit. Ja, wer soll denn aufpassen? Du? Das ist das einfachste Rezept hier in Köln geboren. Das ist eine Familie, die hat einen Hund, die geht immer gemeinsam zu irgendwelchen Veranstaltungen, sogar zu Gregerabenden. Und die machen das wie folgt. Geht sie mit dem Hund zur Polizei. Sagt, ich habe ihren Hund gefunden, möchte ich gerne abgeben. Dann gehen die beiden ins Konzert. Ja? Dann geht er abends hin und sagt, hören Sie mal, mir ist ein Hund abhanden. Da ist er ja. Dann kriegt er den. Ja, Moment. Dann kriegt er wohl den Hund. Ist noch nicht zu Ende. Die Sache hat einen Haken. Wenn der den Hund dort abholt, muss er nämlich 10 Mark Finderlohn bezahlen. Jawohl. Und 10 Minuten später geht die Frau wieder und sagt, ist der Hund überhaupt schon abgeholt worden? Ja, dann geben Sie mir... Und die kriegt die 10 Mark Finderlohn. Wir stellen vor, von Ihnen, aus unseren Vorschlägen zusammengestellt, Swingtime mit Max Greger. We'll be right back.
Also, ehrlich gesagt, das ist der schönste Samstagabend in dieser Woche. So, was Herrliches. Wir haben hier ein kleines Spielchen vorbereitet mit Spielkarten. Ich möchte Ihnen gelegentlich immer so ein bisschen was Neues zeigen, was ich noch können möchte. Und da haben wir nach zwei Skatspielern Ausschau gehalten. Die werden wahrscheinlich gleich kommen. Ich will nur zeigen, wie man das macht, wenn man eine Karte zum Beispiel von einem Spiel verschwinden lassen will oder auswechseln will. Da muss man die hintere nicht vorziehen, sondern diese nehmen. Da hat sie sich verändert. Das ist ganz gut, damit Sie das mal sehen. Kommen Sie ein bisschen näher, meine Herren. Sie spielen Skat. Dann bleibt vielleicht einer auf der Seite. Guten Abend. Und Sie könnten vielleicht auf die Seite gehen. Sie spielen gut Skat? So leidlich. So leidlich. Na schön. Darf ich Sie bitten, mal dieses Spiel zu mischen? Ich komme nämlich im Grundprinzip dabei auf einen Gedanken, dass über Skat zu wenig gesprochen wird. Und das könnten wir heute mit einem Satz tun. Skatspieler, wenn Sie ein bisschen näher kommen würden, wäre ich Ihnen dankbar. Sie heben vielleicht auch noch ab. Ist abgehoben. Jetzt ist abgehoben. Da sind wir ein bisschen fingerlich. Sie sind doch auch sicherlich Schach. Wollen wir es gleich so verschließen, das Spiel? Jetzt gibt es Zauberkünstler, die nehmen also irgendwelche Karten und lassen die verschwinden und fassen dann da rein und nehmen irgendwas raus. Das mache ich nicht. Wir wollen bei dieser Skatparty bleiben. Jetzt frage ich Sie nach den neuen Bestimmungen. Sie haben da wirklich keine Karte, das möchte ich nur sagen. Es ist keine Karte da, keine Angst. Sie haben, nach den neuen Bestimmungen muss der Skatspieler, wenn er heute Karten gibt, ein besonderes Rezept bewahren. Wie geben Sie zum Beispiel Karten? Das ist ganz unterschiedlich. Drei, zwei oder fünf Karten. Nein. Das neue, ich will es Ihnen gerade sagen. Man gibt drei Karten, dann den Skat raus, dann vier Karten und dann drei Karten. Und das ist das neue Gesetz für alle Skatspieler. Das gilt also jetzt für ganz Deutschland. Wollen Sie das bitte mal versuchen, damit Sie Übung haben? Drei Karten, Sie haben gegeben, ich bin dran. Sie müssen mir vorgeben, drei. Drei. Ihm auch? Drei. Eins, zwei, drei. Jetzt ins Skat raus. Ja. Richtig. Eins, zwei, drei. Vier. Bitte merken Sie sich das, das ist wichtig. Vier kriegt er auch, Sie auch. Drei. Und dann bleiben für jeden noch drei übrig. Und dann könnten wir jetzt sagen, wir machen ein Spiel. Aber das ist so sinnlos, das brauchen wir gar nicht zu machen. Denn Sie haben ja, Sie haben sich Karten gegeben. Also das ist wirklich zum Davonlaufen. Das Einzige, was an der ganzen Sache gut ist, was Sie gegeben haben, ist der Skat. Da sind zwei Asse drin, aber das ist... Stimmt sogar. Aber jetzt sehen Sie sich mal spaßeshalber Ihre Karten und Ihre Karten an. Mich können Sie in Gedanken schon reizen bis... mit Spiel, mit vier, Spiel fünf... Ach, ich spiele sie schwarz, ich spiele sie Schneider. Gucken Sie mal, was Sie mir für Karten gegeben haben. Ich will es Ihnen nur mal zeigen. Den Kreuzbuben, den Pikbuben, den Herzbuben, den Karobuben. Und jetzt eine ganze Karoflöte, einschließlich Asskönig, alles Kreuzkarten, nur für mich. Das haben Sie wunderbar gespielt. Haben Sie herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Lassen Sie mich noch ein kleines Kunststück zeigen. Wir haben uns wirklich nicht gekannt. Wir hätten nach den Namen fragen können wenigstens. Ich habe hier vier Asse. Und jetzt lege ich mal eins verkehrt rum und eins, also eins auf den Rücken, eins auf den Bauch. Sieht so aus. Eins hierhin, eins so rum. Eins, Sie können es gut sehen? Ja? Und eins so rum. Damit Sie also wirklich alle acht daher vermuten an den richtigen Stellen, umgelegte und... nicht umgelegt, dann mache ich das ganz langsam, bis auf diese Karte, da habe ich Pech gehabt. Die haben die mir schon leer geliefert. Da hatte ich also ein bisschen Unglück mit der Sache. So, jetzt ist diese eine Karte das Anstecken. Wenn Sie damit hingehen, schmeißen die um. Wir haben schon zwei leere Karten gesehen. Dann haben wir eine leere Karte, die zweite. Und hier ist das Ass jetzt auch nicht mehr drauf. Das ist eine merkwürdige Sache. Sie können es genau sehen. Ich mache das ganz langsam zum Mitschreiben. Das ist der einzige Trick, den ich nicht gerne mache, weil ich jedes Mal neue Karten brauche dafür. Widerlich ist das. Aber ich habe es mir mal angewöhnt, ich mache es. Gucken Sie, eine ist leer, die zweite ist leer, dritte auch nichts. Also ich sage Ihnen, das ist der einzige Trick, von dem ich nicht weiß, wie er gemacht wird. Alle Karten sind wirklich leer. No, wer macht denn das noch heutzutage? So. Und Liebste... Gundela, komm noch einen Augenblick, ich will nur sehen, die leeren Karten sind in Wirklichkeit gar nicht leer, das war eine Täuschung. Wenn ich nämlich hier anfange, auf der Seite, dann mache ich diesen Buchstaben und diesen Buchstaben, die sind schon drauf. Würdest du bitte dem einen Herrn mit der helleren Jacke die Brille zurückgeben und dem anderen die Uhr, die habe ich inzwischen gestohlen. Das R fehlt, das I fehlt, das K ist da und das A. Lesen Sie selbst, Marika.
Meine Damen und Herren, in der Begleitung heute von Helmut Ketels und Klaus Cristofolini kommt sie zu uns, unser Gast, von Ihnen erwählt, unsere Königin Marika Röck. Doch noch was?
nur den Wein. Die hat ein Herz von Paprika, das keine Ruhe lässt. Und wenn die kleine Julischka am Abend schlafen geht, dann hat sie mit Allotria uns glatt den Kopf verdreht. Ja, 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 Mann, was die alles kann. Die zieht genau wie ein Magnet die Männerherzen an. Ja, 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 Mann, was die alles macht. Erst macht sie uns und dann verrückt, dann sagt sie gute Nacht. Die Julischka aus Buda, Budapest. Das ist der Wille, die halt ich mir fest. Und trink mit ihrem Tokaja, bis sie sich mal küssen lässt. Sprung
altes Haus, Darling. Ja, du strahlst und bist mein wie noch nie so toll. Im Sprung ist hier im Sprung. Das sage unverblümt und lose ich. Erst kommt der erste Gitter, dann kommt der zweite, dritte. Bis von den Rischkeller, Rischkeller. Ach, bitte. Bei der Gelegenheit einmal wenigstens ein Wort. Eben habe ich ihm gerade noch die Hand schütteln können. Hervorragende Begleitung, Heinz Gietz. Wir wollen. Haben wir Pakete da? Dankeschön, Gundula. Zwei weitere Preise, das verlangt die Ordnung. Wir geben jetzt weg den 7. und 6. Preis. Dieser Preis geht an Wolfgang Kerkelink. 4409, Rohrup, Dülmen, Wortkamp 4. Danke. Marika Röck, nee. Maria Link. Bin ich gespannt, ob hier rechts drauf steht. Nein? Maria Link, 79, Ulm, Söflingen, Ackerstraße 14. Ihre ist da. Ein Fernsehgerät, tragbar für 500 Mark mindestens. Wer hätte das vor Beginn dieser Sendung oder dieser Sendereihe gedacht, dass solche Melodien ganz ohne Männer geht, die Chance nicht gehen, dass wir uns plötzlich wieder an Themen erinnern können. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an Dollarprinzessin und viele Operetten, die noch anliegen, wie zum Beispiel überhaupt Leo Fall, ein Thema. Und da habe ich mir vom Leo Fall ein freches Chanson ausgesucht, das jetzt hierher passt. Die Kinder sind im Bett. Wollen wir mal? Darf ich bitten, meine Herren?
Ich sitze in der Kneipe trüb, um meinen Schlund zu taufen. Das Geld, das mir noch übrig blieb, das will ich heute versaufen. Der Teufel hol's, was liegt daran? Ach! Und Meier sieht mich freundlich an. Der Meier ist Kapitalist, kein Debit und viel Kredit. Und was das Allerfeinste ist, es sitzt bei ihm die Edith. Ich fang mit ihr zu äugeln an. Und Meier sieht mich freundlich an. Er kennt mich vom Theater her, von dort her kennt auch sie mich. Man lädt mich ein, mein Glas ist leer, Prost, Prost, in Wonne schwimm ich, weil ich mit Edith fuseln kann. Und Meier sieht mich freundlich an. Ich bin sehr bald auf Du und Du mit allen beiden Teilen. Mit Edith bin ich's immer zu, mit Meier nur zuweilen. Sie sagt, ich sei ein netter Mann. Und Meier sieht mich freundlich an. Der Meier zahlt, der Spaß ist aus, sie spricht mit leisem Munde. Besuche mich bei mir zu Haus in einer halben Stunde. Ich helf ihr in den Mantel dann. Und Meier sieht mich freundlich an. Es wohnt die Edith hochtipptopp, wie meistens solche Damen. Und Meiers dicker Wasserkopf hängt an der Wand im Rahmen. Ich tue, was ich tun kann. Und Meier. Danke vielmals. Oh, danke schön. Wenn wir jetzt wieder den nächsten Stapel der Post betrachten, die sich da gewünscht hat, Wanderlieder, dann können wir von einem ganz besonderen Sortiment sprechen. Künstler, wenn ich das Wort Sortiment gebrauchte, trifft es sich auf die Künstler zu, aber auch auf die Melodien. Und da stellen wir Ihnen jetzt vor, das Hellberg-Duo, dann ist der Fred Bertelmann dazugekommen, dann haben wir die westfälischen Nachtigallen im Haus unter der Leitung von Dietmar Hahn und das alles jetzt unter den, Sie können sitzen bleiben dabei, Wanderlieder, bitteschön. Zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da zum Marschieren?
zum Marschieren um die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen kann man Städten sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da zum Marschieren? Zum Marschieren um die weite, weite Welt. Wunderschön das Wandern ist, holla hi, holla ho, wenn man mit paar anderen ist, holla hi, ja, oh. Lustig spielt der Wind im Haar, holla hi, holla ho, und die Luft ist blau und klar, holla hi, ja, oh. Und dann singt man ein Lied und das geht so. Wozu ist die Straße da zum Marschieren? Zum Marschieren um die weite Welt. Wozu sind die Füße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die Welt ohne Geld. Von den Bergeshöhen kann man Städtchen sehen und im grünen Tal rauscht der Wasserfall. Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren. Zum Marschieren um die weite, weite Welt. Wir haben da was vorbereitet mit dem Präsidium. Vielleicht kommt, weil wir einen berühmten Solisten an die Politik verloren haben.
Hallo, hier ist Frankenfeld. Ja, schönen guten Abend, Herr Frankenfeld. Ja, guten Abend. Ich wollte fragen, kann ich mal den Bundespräsidenten sprechen? Gibt's so? Ich möchte es versuchen. Kleinen Moment mal bitte. Ja? Hallo, hier Scheel. Ja, hier ist Frankenfeld. Ich begrüße Sie ja aus der Sporthalle in Köln. Ja, das habe ich mir fast gedacht, denn gehen Sie ja. Ich bin ja als Mitwirkender, das heißt als Aktivmitwirkender bei Ihrer Sendung als Zuschauer. Ja. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Sie sehen also selber zu, vielleicht mit der ganzen Familie. Ja, die ist dabei, meine Frau und die Kinder auch. Oh, dann Grüße an alle. Herr Bundespräsident, ich wollte etwas berichten. Wir haben hier eine Sendung Musik ist Trumpf, in der die Zuschauer, Hörer und alle, die wir mitwirken hier, Wünsche äußern können. Sie haben längst davor einem wunderschönen Volkslied eine großartige Popularität gegeben. Und dieses Lied haben wir heute in der Sendung. Und jetzt wollten wir Ihnen nur Danke sagen, dass dieses Lied einen so großartigen Erfolg gefunden hat. Ich freue mich natürlich, dass Sie das tun. Aber Sie wissen, Herr Frankenfeld, dass dieser Erfolg, der damals meine Bemühungen um das Volkslied krönte, für mich ganz unerwartet gekommen ist. Ich kann mir selbst nicht erklären, wie das zustande kam. Oh, das könnte ich erklären, Herr Bundespräsident. Ich weiß, dass Sie zum Beispiel heute noch in einem Liederchor singen. Und deshalb ist mein Anruf auch, glaube ich, an dieser Stelle am Platze. Wir werden hier das Lied zusammenstellen. Wir werden es hier singen mit Chören. Und wenn Sie sich da einstimmen wollen, Herr Bundespräsident, einstimmen. Wir geben Ihnen mal die Tonlage vielleicht. Dann ja, singen Sie. Ich möchte erstens einmal alle Ihre in der Halle befindlichen Zuschauer und Zuhörer herzlich grüßen. Und dann möchte ich dieses Gespräch so schnell wie möglich beenden, damit die Zuhörer und Zuschauer wieder zu ihrem Genuss kommen. Ja, herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Auf Wiedersehen, Herr Bundespräsident. Jetzt haben wir die Hälfte mitgekriegt, aber was wir gehört haben, war so gut, er wird unser Solist zu Haus. Jetzt stimmen wir ihn ein. Welche Tonart? Herr Bundespräsident. Und mit Ihnen singt das Hellberg-Duo Fred Bertelmann und die Westfälischen Nachtigallen. Viel Vergnügen! Wenn Sie sich am Montag reine Vaseline besorgen, die Handflächen gehen davon wieder in Ordnung, dann ist es ganz klar. Wir haben Gäste aus vielen Teilen Deutschlands, darf ich bitten,
Gundula, das ist zum Beispiel unsere erste Mitspielerin. Sie kommen aus Belgien. Ja. Also Sie sind geboren in Belgien? Ja, geboren in Belgien. Und wo wohnen Sie jetzt? In Aachen. Ist mein in Zeit. Aachen, danke. Wo sind Sie geboren? In Johannesburg, Ostpreußen. Zuschauer, ist irgend noch jemand, der... Kann? Also, ich weiß nicht, was zu lachen gibt. Sie kommen von Ostpreußen. Von wo kommen Sie? Von Allershausen. Allershausen, wo in? Kurz vor München. Die ist kurz vor München, vor Allershausen. Kommt die Dame her. Von wo? Aus Bochum. Aus Bochum, da sind Sie auch geboren. Nein, in Berlin. Sie sind in Berlin geboren, jetzt in Bochum, ja. Und von wo kommen Sie? Von Zagreb. Da kann ich keinen Dialekt. Zagreb. Ja. Da fließt die Save durch. Das ist Jugoslawien. Das ist wieder Jugoslawien. Ich habe da nie. Aber in Religion war ich ganz gut. Jetzt wollte ich erklären, weshalb Sie hier sind und warum. Die 5 ersten Preise werden jetzt verteilt. Und das werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten Sendungen tun können. Wir wollten Ihnen nur sagen, wie das zustande kommt. Wir haben 5 erste Preise zu vergeben. Und jetzt können wir nicht sagen, da die Preise nicht alle 5 gleich sind. Sie den ersten, Sie den zweiten, Sie, das können wir nicht machen. Wir wollen Sie einen kleinen Wettbewerb spielen lassen. Und wer in diesem Wettbewerb gewinnt, der soll den ersten Preis in Staffelung 2, 3, 4, 5 gewinnen. Die Preise sind alle aus diesem Wettbewerb hervorgegangen. Wer hat alle richtigen Tipps gehabt? Erste Frage an Sie. Können Sie mir einen Komponisten sagen, dessen Vorname Franz lautet? Ja, Strauss. Franz Lehár, bitte gehen Sie eine Stufe höher. Franz? Strauss. Josef Strauss. Wissen Sie noch einen? Entschuldigen Sie, das haben wir nicht verabredet. Danke Ihnen vielmals. Aber Sie bleiben da unten. Wissen Sie einen Komponisten mit Franz mit Vornamen? So ähnlich wie Franz von Suppé, den dürfen Sie nicht mehr nehmen. Franz Grote kennen Sie nicht zufällig. Gut. In welchem Monat bin ich geboren? Moment, wer weiß es? Juni. Nein, nein, nicht raten. Im 9. Ich habe noch... Es ist die reine Wahrheit. Würden Sie uns das ein bisschen näher bringen? Meine Damen, passen Sie genau auf. Hier ist ein Tonband. Wollen Sie jetzt einmal, meine Damen, etwas näher kommen und hier ziehen? Dann hören Sie. Und damit können Sie nichts anfangen. Würden Sie bitte so langsam und gleichmäßig ziehen, dass man merkt, was da gesungen wird. Schön langsam, gleichmäßig. Nochmal zurück. Schön langsam, gleichmäßig weiterziehen. Sie können einen Schritt zur Seite gehen. Nochmal zurück. Sie schaffen es. Schön langsam weitergehen. Wir sind alle. Haben Sie es? Wie heißt es? Können Sie noch mal versuchen? Vielleicht noch einmal. Wir sind alle. Nein? Ich versuche es jetzt mal für Sie. Gehen Sie bitte auch wieder an das Podium. Und ich versuche es mal gleichmäßig zu... Es kann kein Mensch. Ich versuche es mal. Wir sind alle kleinen Sünderlein. Es war immer so. Es war immer so. Na, haben Sie eine Ahnung? Wir sind alle kleine Kinderlein. Wir sind, nicht Kinderlein, wir sind alle Sünderlein. Bitte gehen Sie eine Stufe nach oben. Wir haben es geschafft. Wir sind alle kleine Sünderlein. Sie hat es geschafft. So, jetzt haben wir bereits einen kleinen Preisunterschied. Ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben. Welche Tiere wurden Musikanten? Wissen Sie das? Beide gehen Sie eine Stufe rüber. Sie kamen eine Sekunde zu spät, aber dafür gehen Sie auch eine Stufe höher. Dankeschön. Wollen wir aufhören? Ich habe das Gefühl, dass Sie beide ein bisschen zu kurz gekommen sind, weil Sie vielleicht meine Sprache nicht so gut verstehen. Kann das sein? Kann sein. Kann sein? Ja. Kann das bei Ihnen auch sein? Nein. C'était mieux qu'il parle français? Nein. Non, c'est pas. Ihre Sprache kann ich nicht. Ich habe nie Kroatisch gelernt. Das macht doch nichts. Dankeschön. Dann müssen wir Sie jetzt bestrafen, weil Sie ganz unten geblieben sind. Jetzt kriegen Sie zur Belohnung ein Farbfernsehgerät. Darf ich bitten? Das gehört Ihnen. Das gehört Ihnen. Haben Sie ein solches Gerät? Nein. Sie haben noch kein Farbfernsehgerät? Nein. Wirklich nicht? Nein. Das legen Sie die Hand auf, es gehört Ihnen. Haben Sie ein Farbfernsehgerät? Nein. Sie haben jetzt eins. Kommen Sie.
Sie haben gewonnen. Dies ist Ihr Preis. Gehen Sie mit den Herren mit. Schreiben Sie die Adresse drauf. Es gehört Ihnen. Fahren Sie gleich hinaus. Auf Wiedersehen. Zwei Damen. Bleiben Sie noch einen Moment. Jetzt stehen zwei Bewerberinnen auf der gleichen Stufe. Ich darf Sie noch um einen Schritt nach vorn bitten. Sie dürfen das nicht. Sie dürfen das. Sie haben zu viel gewonnen. Lassen Sie mich da mal in die Mitte rein. Möchten Sie gerne reisen? Ja, gerne. Das klingt nicht überzeugend. Ja, gerne. Sie sollten nicht mit der Straßenbahn fahren, sondern eine größere Reise vielleicht. Möchten Sie gerne? Ist mir schön. Jetzt wird's schöner. Möchten Sie reisen? Gut. Sehr gerne. Wir nehmen jetzt der Reihe nach unseren ersten Boten aus dem Ausland. Möchten Sie mit ihr reisen oder möchten Sie mit ihr reisen? Ich möchte gerne mit ihr reisen. Wie sagt man in Ihrem Lande guten Abend? Buonasera, signorina? Signora. Signora? Sì. Sie sind verheiratet. Noch nicht. Sagt man da nicht Signorina? Ja, aber kommt drauf an. Diese Sprache lerne ich nie. Wie kommt das? Ich frage es nicht. Wer möchte nach Rom? Möchten Sie? Möchten Sie? Nach Rom? Ja. Ja? Sie haben immer etwas Mühe, sich richtig zu freuen. Es ist für zwei Personen. 8 Tage nach Rom. Gute Reise. Nehmen Sie sie gleich mit. Dankeschön. Unser nächster Besuch. Ein Beef Eater. Diesen Namen muss man doch mal in Englisch sagen. Beef Eater, da gibt es keine Übersetzung. Ich werde jetzt versuchen, in Englisch in Kings, High Kings English anzusprechen. May I ask you, sir, I'm really particular in questioning about people from the continental land, from the Isle. So my question is, are you from London? Ich habe ihn gefragt, ob er von London Town, direkt aus London kommt. Nee, ich bin aus Naples. London, viel Vergnügen. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Bitte schön, gehen Sie gleich. Wir haben tatsächlich in allen Botschaften nachgefragt. Kommen Sie ein bisschen näher, meine Damen. Wir haben wirklich in allen Botschaften nachgefragt, ob man uns unterstützen würde bei Reisen ins Ausland. Und bei der britischen ist nicht so schnell gegangen, da mussten wir uns selber helfen. Sie haben den ersten Preis gewonnen, Sie machen eine größere Reise. Und hier erscheint Ihre Chef-Stewardess. Jawohl! Darf ich mal dazwischen? Good evening. How do you feel? How do you like the audience? Isn't that fantastic? It is fantastic indeed. It is indeed. Sie findet es fantastisch. Sie hat so etwas noch nicht erlebt, sagt sie. Und sie ist gar nicht so sehr weit weg. Where are you coming from? I'm from East Africa, in Kenya. From Kenya. Vierzehn Tage. Gute Reise. Gefragt, woher Sie kommen. Mich haben Sie gefragt, wo ich geboren bin. Ich komme aus Netten-Aberbergen, Kreis Verden an der Aller. Das möchte ich auch noch mal betonen. Dankeschön. Ja? Und jetzt gehen Sie nach Kenia. Kleine Luftveränderung. Danke sehr. Wir haben in unseren Reihen hier. Na, das gibt's doch nicht. Theo Lingen. Nein! Nein! Theorin! Ja, so ist das. Kommen Sie jetzt hin. Ja, oder hier? Jetzt muss ich Sie fragen. Kommen Sie jetzt als der Autor vieler erfolgreicher Stücke oder kommen Sie als Regisseur? Kommen Sie vielleicht als Verleger vieler Bücher? Als Schauspieler? Nein. Ich komme als Sänger. Und zwar komme ich als Sänger des Chansons, als ich noch Prinz war von Arkadien. Auf ist in der Unterwelt? Ja. Jacques Offenbach? Ja. Das Lied des Hans... Stücks. Hans Stücks? Ja, ja, ja. Ja, Moment, der Hans Stücks ist in der Figur doch ein Bass. Naja, aber ich bin ja auch nicht betrunken.
Nicht wahr? Ich auch nicht. Schauen Sie, im Theater, also in der Hamburgischen Oper, wo ich das einige Zeit gespielt habe, da musste ich immer jeden Erfolg? Abend, musste ich jeden Abend betrunken sein, denn dieser Hans Stück ist also ein Faktotum der Unterwelt, ja, ist in die Eurydike verliebt, aber diese Liebe wird nicht erwidert und aus Gram darüber betrinkt er sich jeden Abend, aber nicht mit Alkohol, sondern mit Lethe. Und Sie brauchen ja nicht zu fragen, was Lethe ist, nicht? Sie hätten es nicht zu tun brauchen. Ich will es trotzdem versuchen. Meines Wissens ist Lethe so eine Art Unterweltschnaps aus dem Brunnen des Vergessens. Ja. Kommt ja aus dem Griechischen und heißt eben das Vergessen. Aber jetzt möchte ich Sie etwas fragen. Ist das jetzt der Zettel für den Text zum Prinz von Arkadien? Nein, nein, das ist ein Brief von meinem Schwager. Das ist ein leerer Bogen. Naja, wir sprechen ja auch nicht mehr miteinander. Wissen Sie, es ist schon sehr lange her, dass wir uns zum letzten Mal gesehen haben. Und zwar, glaube ich, war das in Hamburg. Und da haben Sie mir kolossal imponiert. Warum? Das heißt also nicht Sie, sondern Ihr Auto hat mir so imponiert. Dankeschön. Denn in dem Auto war ja alles eingebaut. Da war also eine Bar drin, ein Telefon und eine Ampel, die immer grün war. Und vor allen Dingen, am meisten hat mir imponiert Ihre Türen vom Auto. Die gingen alle nach innen auf. Ja, das war fabelhaft. Ich habe es auch verkauft. Ja, verkauft. Ich habe jetzt ein sehr umweltfreundliches Auto gekauft. Das ist also eines der ersten Elektroautos. Ach so, das ist sicher sehr teuer, ne? Gar nicht mal, 4.000 Mark. Das ist ja kolossal. Ja, es kommen noch 3.000 Mark dazu. Na, wieso denn? Für die Verlängerungsschnur. Das kann ich nicht. Sie müssen zum Auftritt. Ja, ich bitte. Lieder von Jacques Offenbach in einem großen Kranz zusammengetragen, hier nach Köln gebracht, ist richtig, denn Offenbach hat mit dieser Stadt sehr viel zu tun. Er ist nämlich hier auch geboren, Sie wissen es sicherlich, als Kölsche Jung, und darum haben wir auch seine Melodien ausgesucht. Und dann ist die Bevölkerung hier so fröhlich. Ich habe heute einen gesehen, der auf der Straße stand und hatte so einen Hydranten aufgedreht, mit irrsinniger Kraft. Und dann kam eine Frau vorbei und sagte, was machen Sie da eigentlich? Sagt er, erzählen Sie doch, ich ziehe die U-Bahn auf. Hier treffen wir zu unserem großen Bild Melodien von Jacques Offenbach. Wir treffen Ilse Gramatzki. Wir treffen Edda Moser. Und hier ist etwas Merkwürdiges geschehen. Wir haben uns nach ihrer Auswahl gerichtet und plötzlich sind einige getragene Melodien aufeinander geraten, wie zum Beispiel die Barcarole, wie die Spiegelarie, aber jedenfalls Perlen der Tonkunst. Dazu auch Peter Lager als Bassist, nicht zuletzt Theo Lingen. Alles unter der Leitung von Willi Mattes. Darf ich bitten? War von Arkadien, hatte Soldaten, ich und Macht. Ich war Stratege und Weltenplaner, den ums Leben man hat gebracht. Doch zugleich mit meinem Leben verlor ich auch mein Hab und Gut. Wie gerne würde ich dir sonst geben, mein Königreich, mein Herz, mein Blut. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien spielten wir Fußball in Athen. Die Spieler waren Amateure, für Geld zu spielen war obszön. Man spielte auch nicht, um zu siegen, der Torwart saß auf einem Stuhl. Bestechungsgelder blieben liegen, man spielte einfach 0-0.
als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien. Prinz war von Arkadien, tanzte den Kanker jedermann. Er lockerte die müden Wadien und jeder rief, ich kann, komm, komm. Speziell Paris war drop im Fieber, die Damenherzen wurden schwach. Der Komponist war kein Pariser, er war aus Köln, Jacques Offenbach. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien. Still,
meine Damen und Herren, zwei wichtige Daten möchte ich Ihnen jetzt mitgeben. Der 12. April ist der letzte Einsendungsschluss, der Einsendeschluss überhaupt für alle Ihre Zuschriften, wenn Sie sich an diesem Spiel beteiligen. Ich wollte auch nur sehen, ob Sie mir zugehört haben. Der Einsendeschluss ist der 22. April und der nächste Sendetermin, Musik ist Trumpf, am 21. Juni. Und jetzt möchten sich alle Mitwirkenden noch von Ihnen verabschieden. Darf ich bitten?